EVA-Prinzip heißt nichts anderes als Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Also im Prinzip haben wir eine Einheit Eingabe. Da von dort aus wird es in die Verarbeitungseinheit geschoben und von dort aus geht es dann aus der Ausgabeeinheit irgendwie wieder raus. Was könnte Eingabe sein bei einem Computer? Ja, Tastatur, Maus, was noch eventuell? Scanner. Ein Scanner, ja. Noch was? Mikrofon, ja. Sensoren, ja. Laufwerk-Scanner. Bitte nochmal? Laufwerk, ja. Also wo man auch von einem Speichermedium Daten in die Verarbeitungseinheit einliest, ja. Genau. Diskettenlaufwerk, ja. Das habe ich gesagt, Laufwerk. Genau, ganz allgemein Laufwerk. So, die Verarbeitung ist ganz klassisch, die CPU, die Central Processing Unit und das RAM, das ist der Arbeitsspeicher, Random Access Memory, so ziemlich die zwei einzigsten Bestandteile der Verarbeitungseinheit. Und in der Ausgabe, was haben wir als Ausgabe? Monitor. Ein Monitor. Ja, das habe ich jetzt die, was vom Chipsatz her jetzt kommt, habe ich jetzt nicht mit drin, weil das ist so das Schnittstellenelement, ja. Ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Aber V-RAM kann man auch. Weil sie es sind. So, was haben wir noch an Ausgabegeräten? Eine Grafikkarte, kein Bild. Ein Lautsprecher, ja. Was noch? Also Laufwerke sind dann entsprechend auch Ausgabegeräte.